Ja, hallo, was man sagen? Ich habe es dann doch mal zum wöchentlichen Bericht geschafft. Auch etwas verspätet, aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe es doch geschafft innerhalb der Woche. Sonst ist Freitag. Ja, ich habe einiges noch vorbereitet und machen müssen und ich war dann halt auch Ende des Tages noch ein bisschen groggy, auch zu K.O., um noch ein Video aufzunehmen. Und ich habe auch irgendwie andere Sachen noch gemacht. Ich habe mein Terrarium, ich habe eine Wassergamia gehabt, die ist jetzt die Woche verstorben. Da habe ich das Terrarium ausgeräumt und leer gemacht. Und wir gucken, dass ich das loswerde. Ich will jetzt keine weiteren Tiere erstmal haben. Ich habe das jetzt alles gebaut. Hab ja, meine Vögel sind ja auch nicht mehr da. Ich hatte ja viele, viele Sittiche, die halt älter waren, die ich dann halt über, ja, Hilfen und sonst was gekriegt habe oder die dann einfach alte Vögel aufgenommen haben, der Partner gestorben ist und so viele. Die sind ja auch alle dann nach und nach. Die habe ich auch schon Ewigkeiten gehabt. Es ist nicht mehr viel übrig von den Tieren, die ich früher hatte. Einerseits traurig, andererseits gut, weil ich glaube, ich hätte die Masse an Tiere nicht managen können. Jetzt gerade das letzte halbe Jahr, wo es so krass, krass schlimm war bei mir mit der Depression. Aber ich denke, ich habe jetzt noch ein paar andere Tiere. Also ich habe die Meerschweinchen, ich habe meine Bärbaskinke, ich habe die Königspython. Ja, und die zwei Hundis. Hat auch ganz schön abgenommen. Aber alles nicht so dramatisch. Ja. Ja. Dienstag geht's los. Dienstag ist Reha bei mir. Reha-Start. Ich bin mal gespannt, wie es ablaufen wird. Ich habe jetzt immer noch nicht so wirklich einen Plan, was man in einer psychosomatischen Reha macht. Ich vermute einfach mal, oder das, was mir gesagt wurde, es wird wahrscheinlich so ähnlich ablaufen wie in der Tagesklinik, dass ich halt morgens bis nachmittags da Kurse, Therapien etc. habe. Oh, gehen. Und dass ich dann nachmittags frei habe, dass ich halt Laptop etc. noch mitnehme. Ich muss halt noch packen, aber ich glaube, alles andere habe ich jetzt erledigt. Gerade die letzten 2 Tage habe ich so auf dem letzten Drücker, wie es halt immer so ist. Was ich heute machen kann, kann ich auch morgen machen. Verschoben, verschoben. Und dann hat hier und da was nicht funktioniert und das hatte ich jetzt hoffentlich. Ich habe hoffentlich nichts vergessen und alles erledigt. Ja, dann mal schauen, was passiert. Ihr werdet es ja dann miterleben. Jetzt halt nicht live, aber ich werde dann auch versuchen, wöchentlich Videos beizubehalten. Einfach mal so einen kurzen Recap. Der tut mir auch immer ganz gut, mal so die Woche Revue passieren lassen. Ja. Generell die Woche für mich war eine eigentlich eine gute Woche. Bei mir ging es gerade wieder steil bergauf und mir geht es wieder deutlich besser. Ich hatte ja die letzten 2 Wochen so ein richtiges Tief, wo es mir halt, ich wäre nur müde und auch wenn ich jetzt viel gehen muss. Das Gehen kommt tatsächlich von den Medikamenten, ist ja wie eine Nachwirkung von meinen Medikamenten, die wurden erhöht. Auch nochmals vor der Reha und gesagt, ach komm, wir machen die Dosis doch noch ein bisschen höher. Und ich muss von dem Zeug gehen, wenn ich viel rede. Muss ich. Ich muss eh schon viel gehen, wenn ich rede. Gerade wenn ich lese, hat man es ja in Streams mehr gesehen. Aber jetzt muss ich noch mehr gehen beim Reden. Und ich habe hier so ein Ziehen. Es ist halt wirklich irgendwie Anspannung oder so. Es kommt durch die Medikamente. So absurde Nebenwirkungen. Egal. Aber solange es nur gehen ist, ist ja alles kein Problem. Ja, wie gesagt, bei mir geht es gerade mit der Motivation bergauf. Und ich bin wieder munter. Es ist irgendwie alles ein bisschen schöner. Ich erkenne mich auch selbst wieder so ein Stück. Wieder, bevor das alles mit der Depression ganz krass wurde. Ich habe ja dann immer irgendwie Autopilot und vor mich hergelebt und ja, habe mich selber nicht erkannt und jetzt seit letzter Woche weiß ich tatsächlich wieder, dass ich bin. Das klingt zwar banal und absurd und komisch, aber ich habe mich die letzten, eigentlich schon die letzten 2 Jahre nicht wieder selber erkannt. Deswegen hatte ich ja auch Hilfe geholt. Ich hatte nur leider relativ spät Hilfe bekommen. Aber immerhin habe ich Hilfe bekommen. Ja, und letzte Woche hatte ich so die Momente, wo ich sagte, aha, gucke mal, das kennen wir doch von früher. Das hat auch doch früher auch so funktioniert. Guck mal, wir sind wieder ich bin wieder ich oder ich bin wieder so fast ich. So durch ein Milchglas oder so. Ich bin noch nicht 100% da, aber ich bin schon wieder in die Richtung, wo ich erkennen kann, wer ich eigentlich bin. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich weiß, wo es hingeht, das hat sich viel, viel geändert. Ich habe gekündigt, das ist alles durch und das hat mir nochmal einen riesigen Stein vom Herzen genommen, dass ich in die alte Arbeitsstelle nicht mehr muss, weil die hat mir ja eigentlich den Genickschuss gegeben, dass ich halt komplett abgestürzt bin. Ich habe die Arbeit, fand ich kacke, mit den Kollegen kam ich so meh zurecht. Ich hatte ein paar coole Kollegen, aber ich hatte halt auch viele, die ich nicht leiden konnte und
Man hat sich nicht verstanden und das macht es halt bei mir auch aus. Ich habe ja schon viele, viele scheiß Jobs gehabt. Aber da waren halt wenigstens die Kollegen nice und dann ist das alles nur halb so wild. Wenn du dich mit den Kollegen verstehst, ist ja halt auch egal, wenn du wochenlang nur Kaffee abpackst. Ja, das, da geht viel, viel dran verloren. Das wird leider unterschätzt, wie vieles oder wie vieles ausmacht, wenn man coole Kollegen oder halt einen coolen Chef hat. Das macht schon viel aus. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Ich habe jetzt auch nicht so wirklich eine Ahnung. Ich hatte auch, wie gesagt, ich hatte jetzt die letzte Woche so einen Durchbruch und ich hatte auch so eine kleine Erkenntnis für mich gewonnen, an der ich euch teilhaben möchte, weil ich finde es eigentlich eine wichtige Nachricht. Es hat auch viel zu lange gedauert, bis ich die für mich selbst irgendwie entdeckt habe und es sind Sachen, die klingen einfach so komisch und klischeehaft, aber sind irgendwo wahr. Ich hatte nämlich immer gedacht, wir haben halt viel mit Werten und Zielen gearbeitet. Ein Wert ist quasi eine Sache, die du sein möchtest. Also ein Ideal oder einfach eine Sache, die dir wichtig ist. Eine feste Sache, die auch nicht einzuschätzen ist mit einmal machen und dann ist es getan. Das ist nämlich ein Ziel. Ein Ziel ist halt eigentlich mehr so eine Aufgabe, die du machst, um auf deinen Wert zu kommen. Ein Wert kann alles Mögliche sein. Ein Wert ist. Es kann sein, dass du sagst, meine Familie ist mir zum Beispiel wichtig oder meine Arbeit ist mir wichtig oder keine Ahnung, Gesundheit ist mir wichtig oder was weiß ich. Jeder hat so seine eigenen Prioritäten und die solltet ihr euch nicht vorschreiben lassen, weil das ist das, was ich gedacht getan habe. Ich habe mir halt einfach gedacht, ich muss diese Normen erfüllen, die man so hat, die einem die Gesellschaft vorlebt. So Standardsachen, die halt einfach viel vorgelebt haben. Ich dachte immer, ich brauche eine Arbeit, eine Familie und eventuell vielleicht zwei Kinder. Keine Ahnung. So der Klassiker, den man kennt. Und das ist was, was man als Wert eigentlich so hat, was wichtig sein sollte, was wichtig ist, weil die Gesellschaft das einem sagt, dass das jeder braucht. Ein Zuhause, eine Arbeit und eine Familie. Das ist das, was man immer braucht. Und ich habe dann gerade letzte Woche für mich festgestellt, das ist ja alles schön und gut, das sind auch coole Sachen, die man haben kann. Aber ist es wirklich das Ziel, das ich habe, wo ich hin will, ist das für mich Richtige? Es ist nicht verkehrt, das alles zu haben, das meine ich jetzt nicht, sondern es ist das, worauf ich gezielt hinarbeiten möchte. Familie ist eher so halb, so meh. Meine Familie ist ziemlich chaotisch zerstritten und da ist vieles passiert. Ich hatte eine schwierige Kindheit, sondern so. Ich hatte da sehr, sehr viele Probleme, was halt innerhalb der Familie vorgeht. Das war halt alles nicht so grün. Ist mir jetzt eigentlich per se die klassische Familie, die man hat, also Mutter, Vater, Kind und was weiß ich, Blutsverwandte, die sind mir jetzt nicht so wichtig, wichtig. Sie sind mir schon wichtig, gerade halt meine Mom und mein Bruder, die sind mir super wichtig, auch meine Schwester, die ist mir wichtig, auch die Neffen und Nichten, also der Neffe, die Nichte, die Kiddies sind mir wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass das. Also einen festen Wert, auf den ich hinarbeiten möchte, weil das ist mir, ehrlich gesagt, zu anstrengend. So eine Koexistenz aufzubauen, kein Problem, aber jetzt wirklich da gezielt drauf, auf bestimmte Sachen hinzuarbeiten, ist mir dann am Ende doch anstrengend, gerade weil familiäre Umfeld ist halt schwierig für mich. Ist mir auch zu anstrengend. Auch generell so, was angeht Beziehungen oder so weiter, ist oft so, dass ich sage, es ist mir einfach, es ist es mir nicht wert. Es ist mir zu anstrengend, mich auf eine andere Person einzulassen, weil ich mit mir selbst so viel überfordert bin, dass ich sage, nee, jetzt noch eine zweite Person ranholen und die nahe an mich heranzulassen. Allein damit habe ich schon ein Problem. Ich habe echt ein tierisches Problem, wenn mir einer nahe kommt, weil bei mir hinten immer noch mitschwingt, dass das gefährlich ist, weil die Person, die mir nahe ist, ist mir gefährlich, weil sie viel über mich weiß. Und es fällt mir auch irre schwer, einfach auch Freunde wirklich nah an mich ranzulassen. Oberflächlich ja, aber so dieses nah habe ich nur ein paar wenige Leute, die ich wirklich an mich ranlasse. Und viele Leute halte ich lieber auf sichere Distanz. Das klingt echt komisch, aber ich weiß, das ist halt so eine Sache. Das gleiche gilt dann halt auch für eine Partnerschaft, wenn man näher hat. Das ist mir unglaublich schwer, jemanden an mich ranzulassen. Ja, oder allein um Hilfe zu rufen oder Hilfe anzunehmen, hat mir auch. Fällt mir echt schwer, dass es okay ist, andere auch nach Hilfe zu fragen und die Hilfe auch anzunehmen. Nach Hilfe fragen ist okay, kriege ich hin, aber dann auch die Hilfe wirklich anzunehmen,
Wenn es halt nicht einfach nur ein guter Tipp ist oder so, sondern wirklich Hilfe anzunehmen. Das fällt mir super schwer. Ja, fällt für mich also auch so ein bisschen erstmal weg als Wert und eine Arbeit. Die ist mir jetzt eigentlich auch an und für sich nicht so wichtig, weil, ja klar, es ist mehr so ein Zweckding, weil man braucht ja Arbeit für Geld. Man muss ja Miete zahlen, man muss Essen zahlen, etc. Ist eher mal so ein Nutzding. Das ist nützlich. Man ist nützlich, wenn man eine Arbeit hat, weil man braucht dann Geld ja quasi, um über die Runden zu kommen. Wäre schon cool, wenn man eine coole Arbeit hat, aber es ist halt mehr so momentan größtenteils einfach so, ja, wäre halt einfach nützlich, dass man das hat, dass man halt einfach rundherum das Leben einfach dann bezahlt und einfach leben lassen sein kann, also Leben genießen kann. Es ist jetzt auch nicht so das, was jetzt so Priorität bei mir ist, was man jetzt unbedingt super geil und super toll haben müsste, so irgendwas oder irgendeinen bestimmten Beruf, den man haben möchte oder haben müsste. Das habe ich auch nicht. Ich habe Hauptsache, ich habe coole Mitarbeiter. An und für sich ist es mir relativ egal, was ich mache. Es gibt ein paar Sachen, die ich nicht mehr machen möchte. Einfach weil ich die psychisch nicht mehr schaffe. Ich habe zwar Einzelhandelskauffrau zum Beispiel gelernt, aber ich würde mich nie wieder in einen normalen Einzelhandelskauf stellen. Das ist mir zu viel, das kriege ich nicht hin, ohne dass ich dann halt wieder Nervenzusammenbruch kriege. Aber ich würde einen kleineren Laden, wo du halt mehr so Stammkundschaft hast, da sehe ich jetzt weniger das Problem drinne. Wenn das halt irgendwas Nischiges ist, wie jetzt in dem Zoofachhandel, wo ich war. Wir hatten vielleicht am Tag 60 oder 100 Kunden an einem ganzen Tag und wir waren zu dritt da. Wir hatten halt viel um die Tiere uns kümmern müssen. Sowas würde ich wieder machen. Also normalen Verkauf, ich glaube, das kriege ich nicht hin ohne Krise. Oder halt wirklich nur Sachen verräumen so. Und für sich ist es mir ja relativ egal, was ich mache. Ja, dementsprechend habe ich diese Werte, die man so als Gesellschaft vorgeschrieben hat. Die sind mir jetzt nicht so wirklich so wichtig, dass ich sage, ich würde jetzt auch mehr Energie rein investieren, dass ich da hinkomme. Und ich habe jahrelang einfach danach gelebt, das sind so Sachen, die du mal haben musst, so als Checkpoint. Das musst du haben, dann geht es dir gut. Ich hatte hier und da immer was verbessert. Ich hatte katastrophale Familienverhältnisse, habe die dann halt verändert. Und dann ging es mir besser, aber es ging mir nicht gut. Ich habe auch Arbeitsverhältnisse verändert. War mal hier arbeiten, war mal da arbeiten. Es hat hier und da mal was verbessert, aber es war nicht gut. Partner ist jetzt schwierig. Auf Partner habe ich mich jetzt nicht mehr eingelassen, schon seit Jahren nicht mehr, weil es mir einfach zu anstrengend war. Ich habe da quasi den Sinn dahinter nicht mehr gesehen, mir jetzt zu meinem Chaos noch einen Partner dazu zu holen, auf den man eingehen. Es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Ich kann mich jetzt nicht auf einen anderen einlassen und das irgendwie gedeichselt kriegen, das ist mir zu viel. Habe ich ja komplett rausgestrichen, schon seit Jahren. Das war mir einfach nicht. Ich lebe auch super damit, weil ich alleine bin. Zum Beispiel bin ich ja nicht alleine. Meine Mom wohnt ja mit hier in der Wohnung. Das funktioniert zwischen uns ganz super. Super Mitbewohner. Ja. Alles schwierig. Sind so die Klassiker, die ziehen für mich nicht. Problem ist, so ein richtiger Wert, den habe ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Es gibt nichts, worauf ich sagen will, darauf arbeite ich jetzt hin. Das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Ich stehe jetzt da. Was ist mir eigentlich wichtig? Wo will ich jetzt eigentlich hin? Was wäre jetzt so ein cooles Ziel zu haben, worauf ich auch wirklich hinarbeiten möchte? Stehe ich jetzt da? Ja, keine Ahnung. Stehe im Dschungel und weiß nicht, wo lang. So. Ja, ist schon echt seltsam, wenn ich jetzt einfach so die Sachen. Dass man kein Ziel hat, worauf man hinarbeiten kann. Aber ich habe ja immerhin für mich gemerkt, dass die Ziele, es waren nicht meine Ziele, es sind coole Ziele zu haben, sind wahrscheinlich auch viele Ziele, die man generell viele Leute haben, weil es jetzt einfach Sachen sind, die generell einfach als wichtig angesehen werden. Aber es ist halt für mich jetzt nicht so das Nonplusultra, wo man eigentlich hin möchte. Ich habe auch zwischendurch jetzt komplett den Faden verloren. Ja, wo geht's hin? Weiß ich nicht. Ich habe hier und da so einzelne Sachen geplant, aber das ist jetzt kein Wert, keine wirkliche Sache, wo man halt längerfristig drauf hinarbeitet über mehrere Jahre. Das ist jetzt mehr so eine Sache, es sind Sachen, die wären mal cool zu machen. Ich würde zum Beispiel super gerne auf mehr Conventions gehen. Dieses Jahr ist jetzt nur noch die Gamescom, wo ich nicht weiß, ob ich hingehen kann, weil bis dahin ungefähr die Reha geht. Ich bin ja 5 Wochen jetzt in Reha und in 6 Wochen ist dann Gamescom. Pi mal Daumen. So, wenn ich länger in Reha bleibe, verpasse ich die Gamescom, was halt echt schade ist, weil da würde ich hingehen, auch wenn jetzt sich da viel verändert hat.
Ich werde nicht mehr alle meine Kumpels da sehen, weil ein Großteil meiner Freunde, die haben schon direkt gesagt, nee, die gehen nicht mehr hin, weil sich halt viel geändert hat. Es werden jetzt keine. Es wird nicht mehr so krass den Fokus auf Influencer gelegt. Es ist super schwer, da reinzukommen. Ich wollte ja auch als Fachbesucher rein, über einen Kumpel, über den Zietze. Hat nicht so ganz funktioniert, weil die ganzen Vorschriften für die Akkreditierung haben sich geändert und nicht. Man muss halt andere Punkte jetzt abhaken, dass man dazu kann. Hat leider für uns nicht gereicht. Wir sind halt aber den Donnerstag und den Freitag geplant gewesen, dass wir da sind. Haben wir die normalen Tickets. Ja, und ich hoffe, ich kann auch wirklich hingehen. Mit der Toku, die ist auf jeden Fall da. Und mal gucken, wer sich noch so findet. Wenn es wirklich klappt. Ja. Wenn das nicht klappt, wird es nächstes Jahr mehr Cons geben. Dann werde ich auch auf mehreren Anime-Cons sein. Vielleicht sogar zusammen mit der Tokukami als Künstler, dass ich da erstmal mit ihr mitkomme. Das hatte sie angeboten. Das ist noch eine Sache, die ich gerne mal machen würde, dass ich einfach. Sie hat ja mehrere Stände oder mehrere Conventions, wo sie als Künstler einen Stand hat. Und ich habe mich das alles nicht getraut. Ich sag dann aber, sagt, ich würde gerne mal mitkommen. Und dann haben wir uns geeinigt oder war auch Vorschlag, dass ich einfach mal mit ihr mitkomme, dass ich sehe, wie es so abgeht. Und das ist dann eine Sache, die ich nächstes Jahr dann mal in Angriff nehme. Dann muss ich aber noch ein bisschen mit ihr quatschen, welche, wann und wo. Sobald ich da irgendwie mehr Infos habe, sage ich euch Bescheid. Generell will ich auch, wenn ich nicht als Künstler da bin, will ich wieder mehr auf Cons gehen. Gerade die Cons hier in der Nähe, die möchte ich wieder abklappern. Je nachdem, ob sie wieder stattfinden oder nicht. Hanami war ich immer früher. Auf den Cosdays war ich immer hier in Frankfurt. Ja, mal schauen, was alles so erreichbar ist, wo ich hingehe. Dass ich da ein bisschen mehr mache. Und ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Ihr werdet dabei sein. Es wird sich unbedingt live, hier und da auch mal live. Ja, in der Reha weiß ich nicht, ob es live gehen wird. Aber auf jeden Fall werden Videos kommen. Ich werde jetzt versuchen, dieses wöchentliche Video beizubehalten. Das hilft mir auch immer mal so, die letzte Woche Revue passieren zu lassen. Auch wenn ich zwischendurch komplett abschweife und den Faden verliere, aber egal. Und mal schauen, was kommt. Ich habe ja noch ein paar Videos auf der Festplatte, die ich schneiden wollte, wo ich auch noch nicht dazu gekommen bin. Die ganzen Holzpuzzle würde ich gerne halt in einem Video zusammenfassen. Ich habe hier und da auch noch ein paar Zeichnungen oder 3D-Modelle, die ich gerne machen würde. Ich würde gerne auch weiter die Anvil-Tutorials machen. Da habe ich jetzt wieder Bock drauf, aber habe noch nicht die Zeit gefunden. Es sind noch ein paar Sachen. Ja, und mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wo es hingeht. Wo die Reise hingeht. Ich werde euch teilhaben lassen an meiner Reise. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, der auch so komplett planlos ist oder dem es nicht gut geht. Und wenn was sieht, guck mal, da ist noch jemand, dem geht es gerade echt nicht so wirklich gut. Und es ist Ende. Am Ende des Tunnels ist doch noch irgendwo ein Licht. Und wie gesagt, wenn es euch nicht gut geht, ist jetzt sich so doof, dass ich jetzt am Ende mal, aber ich habe immer in der Beschreibung unten. Ist die Telefonseelsorge. Wenn ihr so absolut keine Ahnung habt, wenn es euch schlecht geht, wo ihr euch melden sollt, meldet euch unten an der Telefonseelsorge. Es ist ein schöner Start, ein schöner Anfang. Oder geht halt mal zu eurem Hausarzt und lasst euch da mal informieren, welche Möglichkeiten ihr in eurer Nähe habt. Ist ja immer anders. Bei uns gibt es ja in Büdingen das Mathildenhospital, das sich jetzt auch komplett auf psychische Probleme spezialisiert. Sind sie gerade im Umbau, haben alles andere rausgeschmissen und machen da gerade Aufrüstung für Tagesklinik und stationäre Klinik und was weiß ich. Ja, Mathildenhospital kann ich generell empfehlen, das in Büdingen, das hat mir super geholfen. Tagesklinik ist 1A, sind tolle Pflegekräfte. Auch die Leute da sind alle super nett hier und das ist einfach nur schöne Sache. Ich wünschte, ich könnte länger bleiben. Ich habe da echt viele Freunde jetzt wieder gefunden, viele coole, nette Leute. Und das hat mir echt wehgetan gestern. Dass ich da die Leute einfach nicht mehr sehe. Das war nicht so schön. Abschiede sind immer Kacke. Aber ich habe mir von vielen die Nummer geben lassen und ich hoffe, wir bleiben so ein bisschen in Kontakt. Ja. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns nächste Woche. Ich hoffe, ich werde nächste Woche nicht ganz so spät wieder mich melden. Mal schauen. Ciao.